Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Deponia. So, wir sind auf jeden Fall jetzt endlich auf diesem Organon-Kreuzer angekommen und jetzt schauen wir erstmal, dass wir unseren Koffer wieder kriegen, bevor der da runterfällt. Proviant, da war noch dabei. Die Sachen können wir mitnehmen. Ja, die Zahnbürste lassen wir echt mal lieber da. Schauen wir mal, Luke. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Zahnräder. Geöltes Getriebe. Eine Luke. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Das ist wieder so typisch Deponia. Gut, aber jetzt haben wir so ein schönes, gut geöltes Getriebe. Ich würde sagen, das versammeln wir doch erstmal richtig schön mit dem Proviant. Wartung dran. Ja. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ja, und da liegt der Trick dabei. Wir haben jetzt hier den Bogen an. Ich schmeiße einfach die Zahnräder. Wartung dran kommt raus und wir klappen die Socken um die Klappe. Dann können wir die Klappe öffnen. Und nehmen wir den Wartungsarm raus. Und hier so ein schöner Roboterarm ist auch ein perfekter Ersatz als Seitenschneider. Ich meine, wer braucht heutzutage noch Seitenschneider-Roboterarme? Die sind in. Na, kriegst du auch in jedem Baugeschäft wie Obi oder. Mir fällt kein anderes Baugeschäft ein. Oh la la, wen haben wir denn da? Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Ja, dann hüpfen wir mal schön in die Luke. Flupp. Okay, wir haben jetzt hier den linken, den mittleren und den rechten Hebel. Der rechte ist schon umgelegt, da steht sie drauf. Also logischerweise versuchen wir es doch mal mit dem linken Hebel. Aha. Nehmt das. Nein, nicht. Ah. Was ist das? Ah. Ah. Ups. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Ah, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür werde ich keine Spur zu flinken. Ofus! Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg! Ofus! Ich wollte gerade sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt vom Weglaufen, aber... Aua. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Ja, dieses Gefühl kennen wir doch alle heutzutage. Ich meine, wenn wir morgens im Bus sitzen, zur Schule fahren oder zur Arbeit und wir doch noch eine alte Dame sehen, da können wir nicht anders, sondern müssen einfach umdrehen und nach Hause und ja, sofort unterstützen. Ne, das geht doch nicht anders. Aber für diese wundervolle Bruchlandung, ich gebe dir dafür eine 8,5. Gut. Gehen wir doch mal wieder zurück zum Dorfkern. Was ist denn hier los?
So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Das ist irgendwie mal eine geniale Idee. Gehen wir mal ins Rathaus und erfahren, was los ist. Hör mal der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer. Der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar der Rache vor. Also, zieh dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Alter. Also ich will dir nichts sagen, aber hier dieser wundervolle Gonzo, ich meine, diese liebreizende Stimme, das kann doch nur ein wundervoller Raucher sein. Ja, ziehen wir dann da nochmal eine Nummer. Nummer 66, fast schon meine Glückszahl. Ja, fehlt nur noch eine weitere 6. Sprechen wir doch mal mit der wundervollen Sekretärin Lotti. Hallo Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Du, Lotti, wo ist denn die Frau aus Elysium? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen hier alle helfen. Flittchen. Alter, ich liebe dieses Spiel. Ich kann es immer noch wieder tun. Du, wo ist denn... Ich möchte zum Bürgermeister. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Ich meine, ich bin's, Rufus. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Bin ich denn jetzt endlich dran? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also, ich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Ach, aber so eine liebreizende Stimme. Was können wir denn hier noch machen? Wir können mit den Typen reden. Ja, Öffnungszeiten. Oh, Magnete. Ja, komm, versuchen wir doch mal zu uns Büro zu kommen. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Ach, ja. Stopp, hier können wir momentan noch warten. Versuchen wir doch mal Wenzel aufzutreiben. Gut, Wenzel ist hier. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Auf jeden Fall. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum Mindestens. Bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat.
Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Au Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft, das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt. Na ja. Oder? Ja, ja schon. Irgendwie na, schon. Dann ist doch alles Paletti. Hast du von der Frau aus Elysium gehört, Wenzel? Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, von den Verletzungen abgesehen. Da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus, Wenzel? Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Aber du blockierst die Schlange. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Hast du etwa die Kiste aufbekommen? Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Aber das ist die Wünschelrute meines Vaters. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Ach, ja, okay. Dann eben bis später. Bis später. Genau. Ja, kommt der alte Wenzel. Schauen wir mal, was wir mit dem Schwamm können. Hier, so ein alter Schwamm. Der kann sich jetzt nicht mehr waschen. Können wir in einem Keller noch irgendwas klauen? Ah, hier haben wir noch ein altes Rohr. Können wir auch nichts klauen. Böde, der Wenzel. Raus hier. Ich würde sagen, Toni! Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Hallo, Frau. Sieh an, wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel, der Meister der Schwerkraft? Knapp daneben. Der Himmelsstürmer? Der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären, und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich... Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Ja, das war ein wundervolles... Wieso fehlt dir der Hintergrund? Egal. Wie läuft denn das Geschäft?
Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum bist du so sauer? Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Du hast nichts gehört. Ich würde gerne etwas kaufen. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Nein. Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Ach, ich muss hier weg. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ach, was für eine liebe, reizende Frau. Kann man hier so irgendwas so machen? Ja, mach mal doch mal das Fenster auf. Kannst du durchlaufen. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Was haben wir noch? Hier so ein paar Haken. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Stöbern, stören, wo ist denn da der Unterschied? Ach, gehen wir da mal wieder raus. Toni mag uns ja eh nicht, bla bla bla. Was haben wir denn in der Gasse? Ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Deponia. Bis dahin, tschüss.